Soll ich dir helfen, Peter? Weil irgendwann waren wir in jeder 1000 Block Range. Ja, bring die Betten weg. Ja, coole Aufgabe. Ja, yeah, cool. Willkommen zurück zum Minecraft Together mit German Let's Play. Hallo. Dem Heiko. Hallo. Und dem Ted, der ein anderes Skin hat übrigens. Ja, hallo, nein. Leg dich nochmal rein. Ich? Ja. Was hat er vor? Geht das? Ah, oh, nee. Bist du so gefangen in dem Bett? Lebendig begraben. No. Wie bescheuert das aussieht. Ihr könnt euch aussieht. Hier gerne hinlegen, aber wenn ich nicht liege, dann bringt das nichts. Ja. Oh, ich habe hier was kaputt gemacht, glaube ich. Also ich finde meinen Skin geil. Was sagen denn die Abonnenten dazu? Können wir ja mal in die Kommentare schreiben. Dann renn doch nicht weg, damit hässlich. Ich das sehen kann. Sag mal. Ich wollte mal was Neues. Ich habe seit Staffel 1 das gleiche Skin. Das geht so. Satz gleiche Skin, yeah. Ja, die sagen eh alles scheiße. Weil Veränderung ist schlecht. Oh nein. Oh. Warte, Wasser. Hilfe, ja, ich bin nass. Genau. Manu, deine Rüstung rostet. Genau. Warum habt ihr eigentlich schon eine Eisenrüstung und ich nicht? Hab ich auch? Ja, ich hab auch eine Eisenrüstung, ja. Ich hab nur Lederstiefel an. Ich hab nur Lederhose. Ja, er weiß das noch nicht mal, was er hat. So als Captain? Wer hat denn jetzt hier oben wieder Wasser freigemacht? Welcher Assi, ey. Oh fuck, ja, ich wollte die Wände mal geil machen hier. Ich hab noch nicht mal mehr Eisen. Ich hab mein ganzes Eisen für die Rüstung hier verbraucht. Du bist ja auch ein Noob. Ey. Ah, warum ist das denn schon scheiße mit dem Wasser? Was braucht er denn? Noch Werkzeug oder was? Was Werkzeug? Nö, was ist das denn? Ich brauch gar nichts. Okay. Bin rich. Brauch gar nichts! Ja, Manu, helf mir hier mit. Komm, komm hier, komm. Ja, warte, ich brauch Stein. Ist das Pflasterstein? Ja, ist Pflasterstein. Ich hab ganz viel. Und Glas. Ich auch. Jetzt. Oh. Ah, dabei soll ich helfen. Ja, hä? Hey, dann nimm noch eine Schaufel. Ach du Kacke. Okay, da geht's. Warte, du machst oben den Block weg und ich mach schnell einen Stein in deine Fresse. Ach, da ist schon Glas. Wow. Glas? Ja, so ist gut. Verdammt. Du bist draußen, so geil. Heiko. Ich wollte zurück ins Spiel und dann bin ich disconnected. Haha. Ach, ich wollte hier runter. Aha. Hier, Manuel, da noch. Ja, ich seh's. Ja, hier oben. So, Heiko, ich komm jetzt zu dir. Warte, hier oben. Hier oben. Ja, warte. Warte. Ja, Sollen wir hier weitermachen oder was? Ja, wie lang? Also wie weit noch? Ja, wir müssen schon noch ein Stück, oder? Ja, so weit nicht, oder? Wir wollen ja nicht mitten... Was denn? Ja, nicht mitten rein, oder? Also, wenn wir am Anfang schon eine Basis haben und weiter rein uns dann reinbauen mit Räumen? Oder wolltest du erst einen 300 Meter langen Gang bauen? Nee, ich wollte hier so einen Gang bauen, damit man hier zumindest mal so zwei, drei Räume an der Seite bauen kann. Ach so. Ja, nee, warte mal, die Sachen hier können wir ja lassen. Ist das scheiße hier, Alter, ist das scheiße. Hä? Unter Wasser zu bauen ist auch so komfortabel, ey. Wer hat eigentlich die scheiße Idee? Ich nicht. Obwohl den Leuten gefällt's. Ja. Ja, ich finde das. Also, ich hab das auch so eigentlich bei niemandem gesehen. Das hat sie nie irgendwie einer getraut. Und dich hassen alle. Ja. Ja, das ist ja normal. Vor allem GLP-Fan. Oh, ne, nicht mit GLP. da musste ich so lachen, ey. Ohne Kack, Leute. Da war einer in den Kommentaren, der hat mich total geflamed. Boah, nee, bitte nicht German Let's Play. Ich gehe auf den Kanal und der hat den Kürzel Mr. GLP-Fan. Und ihr könnt mir nicht sagen, dass der mich nicht damit meint, mit dem GLP. Ja. Das war wohl irgendwie scheiße gebaut, von wegen erster geschrieben oder keine Ahnung was. Ja, wurde dann von mir blockiert. Und seitdem ist er scheiße. Seitdem bin ich der Hurenbock. Ja, sag ich doch. Hast du noch Glas, Heiko? Na. Was ist denn Glas? Sag mal, wofür gibt's denn hier hinten den Gang? Kann ich den zumachen oder ist das irgendwie gewollt? Da, wo der Ofen steht? Ja, genau. Nee, das war so nur so ein Vording, weil ich da Glas geschmolzen hab. Okay. Und ich brauchte Kobbel. Hier ist doch überall bewegendes Wasser drumherum, ne? Du hast da alles abgebaut, weil du Kobbel brauchtest, du Arsch. Ja, klar. Mach das in der Höhle und nicht hier. Er macht das erstmal zu Hause. Ja, lassen wir offen, dann können wir eine Monsterfarm reinmachen. Genau. Zu Hause im Bett. Das hier geht auch nicht, was ich hier vorhab, oder? Wird so das Wasser beruhigt? Ne. Ich baue das jetzt. Ich kann das jetzt echt wieder zubauen. Toll gemacht. Ich will da nicht ausleuchten und hier eine Lücke lassen, das ist ja doof. Ach so, egal. Dann haben wir noch einen geheimen Vergewaltigungskeller. Ah! Jetzt muss ich wieder hoch. Guck mal, ja, ich schwimme hier wieder rum und schwimme hier rum.
Weil du mir den Schlag gelaufen bist, sonst hättest du das noch geschafft. So, was mache ich denn in der Zeit, wenn ihr da baut? Ich filme euch, wie ihr baut. Du machst wie immer genau. Scheiße. Nee, ich bin der Produktivste hier eigentlich. Ja. Ich habe den Plan schon im Kopf. Yes. Aber warum haben wir denn überall bewegendes Wasser hier? Wo oben? Ja, überall. Oben an den Seiten. Bewegendes? Ach, du willst Stilles. Da müsste man überlegen, ob man nicht echt mit Game Mode einmal hingeht und alles repariert, weil sonst wäre das ein bisschen doof, oder nicht? Ach, mit Game Mode? Mit Game Mode. Ah. Könnte man überlegen. Ich meine, wir wollen den ja nicht so oft benutzen, aber solchen Sachen könnte man das in Erwägung ziehen. Ja, das fände ich jetzt nicht unbedingt tragisch. Genauso wie Portland, Cheater. Werden wir am Anfang und auf Erkundungstouren machen, danach Cheater. Eigentlich nicht mehr. Also ihr habt keine Luxusports. Nee? Okay. Ja, aber ich finde, jetzt gerade zum Beispiel, wo wir noch nicht mal eine Minimap haben, ist das einfach richtig kacke. Man weiß überhaupt nicht, wo man hin muss, weißt ja, du? Ja, klar. Und vor allem, wenn man dann stirbt. Das ist ja normal. Wenn die Minecraft jetzt wären wie Fußballfans, dann würden die sagen, ja, davon lebt Minecraft doch. Genau. So, wie ich finde das so extrem. So, in letzter Zeit, da lassen die sich dauernd am Elfmeterpunkt fallen. Aber wirklich dauernd. So, das ist jetzt die neue Supertaktik, weißt du, so schnell einen Elfer schitten, so. Finde ich total affig. Da sagen die auch, neue ja, Supertaktik. Ja, Schiedsrichterkamera einführen, nee, bloß nicht, davon lebt Fußball, ja. Das sind doch nur so welche, die sich aufregen wollen, oder? Ja, klar. Die da stehen, boah, sind scheiß Schiri, davon lebt Fußball. Die sich einfach aufregen wollen, die einfach rumflamen wollen. Ja, davon gibt's ja genug, oder in jeder Branche. Ja, stimmt. Selbst auf der Arbeit früher. So, ich will, was machst geil, du da? Ja, ich? In gewisser Weise, ja. Ja, ich baue hier einen Raum. Ja. Ach. Cool. Warum ist denn jetzt hier überall Scheiße drum? Hier ach so, machst Glas, du das, okay. Ja, ich wollte jetzt erstmal hier zumindest so ein bisschen... Ach, Scheiße. Ich finde auch, warum sollte man hier schon mit Glas anfangen, weißt du? Ich finde, hier sollte man dann irgendwie noch Stein lassen oder Holz hinpacken und dann, wenn auch wirklich das Wasser beginnt. Ja, eben, weißt weil du? Hier ist ja... Hier ja ist also, ja ich würde da draußen noch Balken setzen, ne? Balken? Ja, hier Holz. Ich habe nur gerade kein Holz bei. Nein! Hilfe! Wir sinken! Ich besorg mal ein bisschen Holz für uns. Ich hab Holz. Ja, aber dann haben wir mehr, weißt du? Ja, komm, du willst hier nur nicht unten rum. Das wäre geil. Das wäre echt so cool. Ich glaube, ich hole gleich ja mal Schuhe oder einen Helm. Ein Verzauberungstisch. Dann mach uns doch mal Unterwasser-Equip, da. Okay. Für mich. wollt ihr eigentlich noch Timber installieren? Ja, natürlich. Aber das gibt es noch nicht. Es gibt noch nichts für 1.7. So schade, ey. Es gibt noch gar nichts für 1.7. Ja, keine Map, kein Optifine. Das ist blöd. Jo. Keine Mods, weil wir wollen auch ein paar Mods installieren an die Leute, die sagen, Vanilla ist kacke. Obwohl manche sagen ja auch, ja geil, kann ich endlich mehr mitverfolgen. Wie wär's denn mit diesem Feed the Beast Mod? Vielleicht sollen wir den mal ausprobieren. Ja, den sollten wir mal testen. Oh ja, das wäre so schön. Ich sag mal, wie groß ist der Baum? Ich habe gehört, da craftet man auch nicht so viel. Können wir den Gang mal ein nach links versetzen? War das ein Ja, Heiko? Also ich glaube, Räuspern bedeutet immer Ja. Weil guck mal, die Treppe kommt hier runter und dann ist auf einmal der Gang ein rechts. Nee, dann musst du die Treppe um eins links versetzen. Nee, das ist viel zu viel Aufwand. Alter, ich brauch mal irgendwie hier so was hier. So, oh, so ich ist das zu schön. Fressen. Was zu fressen brauche ich. Ah, ich sterbe. Stirbst? Hoffentlich. Ah ja, Killzähler haben wir auch drin, ne? Ja. Ja. Aber der kann irgendwie nicht ganz stimmen, ne, der letztens da drunter stand. Warum? Warum? Weil war ja, die eine einstand? Ja, da stand bei mir eine 1, in Klammern plus 1 und mein Peter 0. Und ich erinnere mich ganz genau daran, dass wir letztens einen Zeitpunkt hatten, wo der Peter öfter gestorben ist als ich. Im ja, normalerweise hatte ich da... Dann nehme ich der Erste oder sowas. Ja, ich war, genau, der erste Tod war ich. Ja, eben. Und weil da nämlich 0 stand, das kann ja dann nicht sein. Nee, das geht nicht. Da hast du wohl einen Sympathisanten, der die Liste führt. Wir brauchen aber ein bisschen gebackenen Stein. Gebackenen Stein? Hab ich doch schon. Hab ich schon gemacht, glaube ich. Wofür den denn schon wieder, Peter? Für den Boden hier. Oh. Ja, der Boden ist doch so schon. Und willst du komplett ausbessern? Ja, klar. Okay. Also der Boden, guck mal, der Boden ist da so. Aber hier ist doch gar nichts so. Ja, aber hier, guck hier.
Das Sandding und so, weißt du? Ja. Die gebackenen Steine, habe ich den nicht gemacht? Nee, haben wir gar nicht. Ach, habe ich ja selber. Ach, wie kommt der denn da hin? Komisch. Ich habe ja selber gebackenen Steine. Der Peter war bestimmt nach der letzten Aufnahme sofort mit zitternden Händen hier drauf und hat erstmal Clean Stone gebacken. So, guck mal, sollen wir nicht vielleicht hier auch die ersten Räume machen, wo wir gerade stehen, Peter? Ah. Links und rechts? Nee. Nee? Wir werden schon ein bisschen weiter drin, oder? Weil hier ist ja dann keine Unterwasserbasis, hier ist nur so. Oh, und guck mal, ein Tintenfisch. Geil. Oh, ja. Können wir uns an den Scheiben reiben bei den Fischen. Geil. Alter. An den Scheiben reiben. Ja. Wenn wir die putzen. Das klingt sexy. Wo ist denn der Heiko hier hin? Ach, hier, hi. Boah, der hat aber nur eine Lederhose an der Heiko. Was war das scheiß Wasser hier weg? Was ist denn los mit dir? Soll ihr. Peter, soll ihr noch was hin oder war. Ich mach das jetzt einfach zu. Aua, nee, da war Absicht. Verdammt, mit der Gang rechts und links gleiches. Mann. Guck, weißt du so. Hä, aber wir können doch einfach. Ja, stimmt. Stimmt, das geht ja gar nicht. Ja, wir können den ganzen Gang einmal nach links versetzen, dann passt das genau. Ja, genau. Können wir tun, okay. Ich bin dabei. Oh, nee, du bist okay. Dabei. Hä, was ist das für ein Scheiß? Ne, das war falsch. Du bist dran. Genau. Boah, ich habe in deinen Kopf geguckt. Hä? Auch so hol wie von Ted. Ach, da soll Holz hin. Ich dachte, da soll Stein hin. Ja, soll ja auch. Hä? Was denn? Bist aber du guck behindert? Mal. Nein, nein, lass den. Guck doch mal den Raum hier an. Der ist genau gleich jetzt. Guck. Nee. Ja, gut, das hier muss noch weg. Das sieht total anders aus. Ja, aber nur weil er eigentlich. Oh ne, warte, da muss das Holz hin. Peter, ja, mach doch was wegen dem. Nee, lass das doch weg. Oder nicht? Ach, hier muss Holz hin. Oh, wir haben Tintenfisch im Gang. Oh, oh. Schlagen kaputt, den Missgeburt. Ich trau mich nicht, der ist so wabbelig und eklig. So. Und Saugnäpfe. Das ist ekelhaft. Aber ich fühle mich bei dieser Arbeit nicht befriedigt. Nee? Ich baue hier oben mal was hin, damit wir einen Eingang haben, ne? Wäre das cool? Sieht doch schon mal schön aus. Ja, klar, das kannst du machen. Ja, super geil. Aber nicht aus Cleanstone, Peter, ne? Ja, aber muss ich jetzt also aus Kabel bauen, oder was? Ja. Nee, Kabel finde ich aber auch nicht schön. Nimm ruhig Clean. Nimm Cleanstone, Peter. Oh nein. Oder soll ich Stonebricks nehmen? Nein. Ja. Manuel, du musst halt im Sinne deines Bruders handeln, weil der verfällt in alte Verhaltensweisen zurück. Guck mal, alles aus Cleanstone beim Minecraft Hero Projekt, da wohnt er jetzt wieder in einem Turm. Ja, zufällig nur. Boah, ja, guck mal, ja. Oh, das sieht doch geil aus. Boah. Oh, so, erstmal hier. Oh, kein Wasser geil. Mehr. Geil. Also ich habe auch versucht, das. Alle voll am Fappen, ey. Fappen. Oh ja, geil. So, ist das geil. Ich habe auch versucht, das Texturpackage wieder herzustellen, das alte. Ja. Aber? Noch nicht fertig. So, alle warten auf voller Ding. Auf voll die geile Antwort. Noch nicht fertig hier. Nee. Hat der Peter noch nicht fertig gemacht. Boah, es wird dunkel immer. Oh. Aber ich glaube, das fänden die Leute richtig geil, wenn das wieder da wäre. Ich nicht. Also ich mag das. Ich würde da wichsen. Oh, er hat sein altes Texturen-Package. Oh, ja. Geil. Aber nur, weil da der Cleanstone so sexy aussieht, Peter, ne? Vielleicht. Ich brauche noch Glas. Ich hab Glas. Ah, dann gib mir doch mal was hier. Nee. Heiko, brauchst du ein Lager? Wir brauchen ein zentrales Lager. Das hatte ich vor, ja. Sehr gut. Und denk dran, am zentralen Lager müsste aber auch eine Bahnstation, die uns nachher zu allen Punkten der Welt führen kann. Ja. Hier, warte. Punkten der Welt. Ja, Heiko. Hast du schon mal eine Kiste, die du in der Ecke stellen kannst, so zum gucken, wie es aussieht? So voll dumm. Wie wär's denn, wenn es rauskommt, ne? Dass man Dimensional Doors installiert? Das ist scheiße, Peter. Das ist voll eng hier mit dem Teil. Wenn okay, dann, so. Dann lass das weg. Ja, Ted, das wirst du nicht hinkriegen, glaube ich. Ne? Ja, weil das dauert zu lange immer, bis das upgraded ist. Okay. Ted, ich komm glaub mal zu ich. Dir. Ja. Hier, nimm. Schluck. Jo, hab ich. Danke. Oh. Du lauffauler Sack, Dimensional Doors. Ja, ich meine, warum nicht, ne? Wenn man damit nur einen Safe-Point irgendwo setzt bei einer Erkundungstour ja quasi, finde ich halt jetzt nicht so schlimm. Aber irgendwie ein bisschen scheiße aus. Ja gut, das aus. Stimmt. Kann man zumindest die Welt ein bisschen schneller erweitern, ne? Ja, eben. Soll ich dir helfen, Peter?
Weil irgendwann waren wir in jeder 1000-Block-Range. Ja, bring die Betten weg. Ja, coole Aufgabe. Ja, yeah, cool. Ich bin der Bubble. Ich hab gleich mein Inventar voll. Warum machst du da Sand hin? Ich will doch nicht reinkommen und in den Sand stehen, ey. Nicht? Nee. Nee? Ich find das geil. Wäre doch mal zu Hause so geil, so ein Beachparty-Flair so. Boah, das wäre cool. Einfach mal so 3-4 Kubikmeter Sand im Wohnzimmer hinschütten. Boah. Alter. Und dann kommt die Freundin erst nach Hause. Oh oh. Oh oh. Dann sagst du, ja, ich hab hier ein bisschen gespielt. Genau, holst du extra vorher noch so diese roten Muscheln, wo manchmal so Kinder drin graben, so diese riesigen, wo die drin sitzen und das alles verteilt. Mit den Katzen zusammen mache ich das dann. Oder nee, ich mach das einfach und sag, das waren die Katzen. Oh, sehr gut. Ja, sag Bescheid, das nehme ich auf. Habe ich ganz, ganz früher mal bei einer Ex-Freundin gemacht, die hatte mal ein total hässliches Glasdingen. So, das hatte die sich gekauft und das war so hässlich. Da war so ein Glaspärchen, was getanzt hat. Manuel. Unglaublich hässlich, ja. Was hast du gemacht? Kaputt gemacht? Ich hab das so dann so vom Regal gefallen, aus Versehen, ja. Und dann habe ich gesagt, boah, Rübe, was soll das denn? Alter. Jetzt hast du das schöne Ding kaputt gemacht. Bist ja, du ein Arsch, ey. Bester Trick, oder? Ja, das war so hässlich, das Ding. Das musste sterben. Ted, ja. Das war nur ein Spiegel. Nee. Das war so hässlich, das Ding da drin. Ja, wo kann ich den Kobbel abbauen hier jetzt? Ich hab Kobbel. Viel? Richtig viel. Boah, köstlicher Fisch. Ich bin hinter dir. Ich wollte es dir gerade liefern. Ich hab hier mal Licht angemacht, ne? Wir packen überall Öfen in den Wänden als Fackel. Boah. Ja, genau. Wo immer irgendwas craftet gerade. Das ist dann der Ofenschacht hier, ne? Dein Skelett. Da hinten ist ein Skelett. Ja. Yeah. Warte. Heiko, wo bist denn du gerade? Ah. Hier hinten. Weiter hinten. Hey! Ach, weiter hinten. Sehr gut. Guck mal, ich muss dir einen voll tollen Trick zeigen. Warte mal, komm mal mit. Oh nein, er zeigt einen Trick. Truhe auf, Truhe zu. Schnell hin! Truhe auf, Truhe zu. Stell dir vor, du bist tief unter Wasser, ja? Ja. Und du bekommst keine Luft mehr. Ja. Aber du hast eine Tür in deinem Inventar. Lol. Dann setzt du die Tür und hast eine Luft, doch. Ah! Ehrlich? Ah, der alte Fuchs, ey. Unglaublich wieder. Ja, habe ich auch immer beim Schwimmen mit die Notfalltür. Du hast auch den rennst immer mit einer Tür rum, ey. Du hast auch den Notfallpfeil in deinem Bein stecken wieder, ne? Ah, echt? Ja. Ich brauche jetzt erstmal einen Crafting-Table. Ah ja, hinten. Das tut so wie die ganze Zeit beim Laufen. Du hast gedacht, wenn du Muskelkater vom Fußball letztens, ne? Ja, aber der ist schon wieder weg. Schon wieder weg. Ja, meiner auch. Weiter. Soll ich gucken, die Löffel machen? Was für Raum baust du da? Ich? Ted, ja. Ja, ich mache jetzt hier erstmal einen Raum und dann kann ich den immer noch die Blöcke ändern. Aber ich habe keinen Bock hier, dass das Wasser die ganze Zeit hier reinläuft. Ja, stimmt. Was? Wasser reinläuft? Wir brauchen noch Farm und so. Eine Luftzelle, das ist cool. Ah. Das ist schon geil, Und oder? Wo machen wir dann unsere Räume? Ja, irgendwo hier unten, oder? Ja, das ist eine gute Idee, unten. Kann ich dann hier hin? Oder hast du da irgendwas vor? Das ist mein. Nein, ich meine hier. Achso, ja klar. Ja klar, doch. Das ist dein Watt. Oder nee, warte mal. Was habt ihr denn vor, da geradeaus hinzubauen? Das ist meine natürliche Umgebung hier. Also hier, wo ich gerade bin. Hä, was? Das Lager. Er ist Lagerist. Dann wäre es eigentlich cool, gegenüber die Wohnung zu haben. Dann mache ich mir die jetzt gegenüber. Nee, du baust jetzt erstmal hier schön, nicht jetzt ja, schon baue ich Wohnung doch. Bauen. Hä? Dann baue ich doch. Und gerade durch kommt mein Thronsaal hin, was ist los? Genau. Obwohl, eigentlich wäre es cooler, wenn es da... Aber ich weiß jetzt nicht, was ihr da vorhabt. Ich würde schon gerne noch ein bisschen weiter geradeaus gehen und dann da meinen Raum bauen. Ich weiß ja generell nicht, was hier los ist. Ich ja, auch nicht. Hier kommt überall Wasser rein, Alter. Peter, kannst du hier deinen Raum hinbauen? Dahin? Nee, da will hier ich hin? Nicht wohnen, da ist nass. Ja, ich baue dann jetzt einfach. Geh alles da, klar. Dann stelle ich mich mal hier hin so. Pass auf und ich sag mal bis im nächsten Part. Tschö. Tschüss. Tschüss. Sorry, das war ich, aber wie das auch gelaufen ist, ist so geil einfach. So, kommt raus und fließt ganz zielstrebig nach links. In keine andere Richtung, ja? Nur zu euch. Super geil.